Ausgerechnet Länder Verfolgten ihre Solidarität entziehen, deren Bürger als politisch Verfolgte einst selbst Solidarität erfahren haben. Ich kann auch nur schwer verstehen, warum Renationalisierung als Lösung verstanden werden kann, in einer Zeit, in der die Globalisierung zu immer stärkeren internationalen Verflechtungen führt, nicht nur im Waren- und Kapitalverkehr, sondern auch durch die Mobilität von Menschen. Die Freizügigkeit innerhalb des Schengen-Raums wird nur dann zu erhalten sein, wenn die Sicherheit an den Außengrenzen gewährleistet ist. Umgekehrt gilt, und dies zeigt ja die Entwicklung der vergangenen Monate, solange die Außengrenzen nicht wirksam gesichert sind, werden nationale Grenzen wieder an Bedeutung gewinnen. Eine gute Lösung für uns Deutsche, für ganz Europa, wäre der Verlust der Freizügigkeit ganz sicher nicht. Dass das große historische Werk, das Europa Frieden und Wohlstand gebracht hat, an der Flüchtlingsfrage zerbricht, niemand, wirklich niemand, kann das wollen. Danke Ihnen.